Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA 5. In der letzten Folge waren wir ja ein wenig jagen und haben uns da sogar die Goldmedaille gesichert. Hat uns im Endeffekt jetzt nichts eingebracht, auch prozenttechnisch nicht weitergebracht, aber ich wollte das einfach mal gemacht haben und hatte da einfach Lust zu und habe das dementsprechend einfach gemacht. Aber heute werden wir mal wieder mit der Hauptstory weitermachen. Wenn ihr euch erinnert, wir sind immer noch dabei, den Meriwether-Raubüberfall vorzubereiten und wir haben uns für die Variante A entschieden. Da ist ja nämlich ganz wertvolle Ware anscheinend auf einem Frachter und den wollen wir dann mit Sprengstoff in die Luft jagen. Das wird dazu führen, dass die Ware zu Boden sinkt, also ins Meer sinkt und die Ware, die dann versunken ist, müssen wir dann, wenn es soweit ist, mit einem U-Boot wieder an Land holen und wieder bergen. Und das machen wir in der heutigen Folge, denn wir sind jetzt hier am Hafen und hier ist das Tauchboot, was wir uns heute stehlen werden. Da haben wir nämlich von Wade eine SMS bekommen. Und zwar hat er ja geschrieben, ich habe ein U-Boot gesehen, Trevor, unten am Hafen auf einem Schiff, der Daisy Lee. Du könntest irgendwie die Taue kappen oder vielleicht gibt es einen Schalter zum Runterlassen. Wade. Ja, schön hier mit der 4 statt dem A, richtige Pro-Gamer-Schrift hier vom Wade. Aber ja, das machen wir in der heutigen Folge. By the way, ich habe keine Ahnung, was diese anderen SMS hier zu bedeuten haben. Alter, echt jetzt von Beverly, den ich ja verschont habe. Wo mir auch geschrieben wurde, dass einige das so nicht gemacht hätten, ihn umgelegt hätten. Ich habe ihn jetzt halt verschont, weil, mein Gott, wenn er da wirklich nur 2000 gedroppt hätte, da kann ich auch drauf verzichten. Was es hiermit auf sich hat, das weiß ich immer noch nicht. Das haben wir in der letzten Folge einfach bekommen, diese Nachricht vom Taxi-Unternehmen. Ich habe keine Ahnung. Und Ron will, warum gehen wir nie zusammen jagen? Ja, weil wir in der letzten Folge alleine jagen gegangen sind. Das kann ich jetzt auch nicht ändern, Ron. Wir werden jetzt auf jeden Fall uns ein U-Boot klauen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Und ja, wir werden jetzt einfach mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ich bin sehr gespannt. Wir sind jetzt, by the way, bei 40,7%. Und sind jetzt hier am Hafen, ganz alleine, ohne unsere Freunde. Dass er das echt alleine durchzieht, ey, das ist echt. Also, ich weiß nicht, vielleicht holt er sich ja auch noch Verstärkung oder so, aber... Naja, Trevor ist halt auch... glaube ich, so ein Typ, der sowas auch ganz alleine durchziehen kann. Ich meine, er hat ja hier Franklin und Michael schon ins Boot geholt. Also, bei dem Überfall werden wir ja auf jeden Fall mit einem Team antreten wieder. Ich frage mich, ob ich da auch wieder die alten Teammitglieder, die ich schon beim Juwelierraub genommen habe, wieder mitnehmen kann. Also, hier Packy und... die eine würde ich da auch gerne mitnehmen, die Fahrerin, die wir da bei dem Zufallsereignis Erste Hilfe gerettet haben, die würde ich auch gerne nehmen. Da habt ihr mir auch geschrieben, dass die wohl auch sehr gut sein soll. Ich meine, die soll ja wahrscheinlich dann, will die wenig Anteil haben und ja, die kann man ja auch dann entwickeln. Aber wir müssen jetzt irgendwie gucken, wie wir dieses U-Boot bekommen. Hol dir das Tauchboot. Was ist das Grüne da auf der Karte? Was ist der grüne Punkt? Die Krankontrollen. Okay, damit können wir das U-Boot dann also runterlassen. Aber ich bezweifle, dass wir das einfach so machen können. Das wird bestimmt Fahndungsstände zur Folge haben oder irgendwas. Also ich glaube nicht, dass wir einfach reinspazieren und einfach mal dieses Boot da snacken. Das ist ja wahrscheinlich auch ein sehr teures U-Boot. Also U-Boote sind dann, denke ich mal, generell teuer. Ich habe da jetzt keine Vorstellung, was so ein U-Boot kostet, aber ich glaube, das werden schon ein paar Millionen sein. Und wir haben einen roten Pfeil, der wahrscheinlich einen Feind darstellt. Alter, was ist das hier für bunte Farben? Viele, viele bunte Smarties, oder was ist hier los? Ein Gegner. Okay, dann gehe ich schon mal in den Schleichmodus, Leute. Ihr wisst Bescheid. Und dann müssen wir jetzt einfach mal rauf. Okay, Leute. Kommt jetzt hier um die Ecke, oder? Okay, jetzt sind wir hier auf dem U-Boot. Auf dem Frachter natürlich, nicht auf dem U-Boot. Das wäre jetzt zu schön, um wahr zu sein. Du Scheiße. Weiß der, wo wir lang gehen, oder wie? So läuft er immer richtig. Ich muss erstmal sein Verhalten so ein bisschen studieren. Ich weiß ja nicht, wie er läuft. Ah, okay, er geht einmal hier im Kreis herum. Also müsste ich jetzt eigentlich nur warten, bis er wieder hier längs kommt, oder? Aber wenn das der... ich weiß ja nicht, ob das der einzige Gegner ist. Da muss ich ja jetzt auch noch aufpassen. Wer weiß, wie viele Leute hier rumlaufen. Ich meine, mir wird gerade nur einer angezeigt, aber... im Endeffekt...
Wenn er sich jetzt umdreht, bin ich auch am Arsch. Nee, okay. Er dreht sich nicht um. Ich darf nur nicht zu... Ich glaube, das bringt nichts, ihm jetzt so zu verfolgen, weil er viel zu schnell ist. Okay, das war jetzt blöd, aber... Okay, da hält er ein bisschen an. Ah, ich komme nicht an ihn ran, ne? Bringt so nichts. Ich hätte hier einfach warten müssen. Oder hält er nochmal an? Ne, es bringt nichts, Leute. Ich warte jetzt hier, bis er hier nochmal rumkommt. Ist auch gut, dass das immer angezeigt wird auf der Minimap, wie laut man ja tatsächlich ist. Ich will den erstmal erledigen. Sonst kriegt man vielleicht später noch Ärger. Das will ich auf jeden Fall vermeiden. Ich will auf jeden Fall vermeiden, dass der hier irgendeinen Alarm auslöst und dann noch mehr Feinde kommen. Ist ja gar nicht so schwer, den zu erledigen. Der hält ja da eh gleich an. Und dann können wir ihn erledigen. Verpassen wir ihm mal eine. Okay. Jetzt hält er gleich an und das ist unsere Chance. So. Der ist down. Ja, nochmal ein bisschen sicher gehen. Ja. Okay. Soweit ist die Gefahr bereinigt. Also vorerst zumindest. Ich weiß ja nicht. Wo ist der Schalter? Ach, hier. Einfach hier draußen. Okay. Um das Tauchboot abzusetzen. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn ich den Schalter jetzt betätige. Aber wir machen es natürlich. Wir müssen es ja machen. Uns bleibt ja nichts anderes übrig. Oh, shit. Das hat doch bestimmt jemand gehört, oder? Nicht? Klettere auf das Tauchboot, um an Bord zu gehen. Trevor, du warst 2 Sekunden im Wasser. Jetzt übertreibt man nicht so. Ah, so ein Simulant, der Typ manchmal. So, rein da. Wie aufregend. Gib dich zum Abholpunkt. Floyd, I've got that submarine we talked about. You gotta help me store it for a few days. Floyd, don't go quiet on me, or I'll come around and I'll... Well, we both know what I'm talking about. Okay, alright. Bring it around the Pier 400 at the Western Docks. On my way. Look, I'll have a truck to bring you around the warehouse. What's this? The Union man doing an honest day's work? There's nothing honest about this, sir. But this is a dishonest day's work, if ever I've seen one. Hey, we're not hurting anyone. No, but no one except whoever owns that submarine and the mercenary folks on the freighter. Do some research on Meriwether Security Consulting, friend. They'd be on trial for human rights offenses if the U.S. government didn't protect all its contractors from any kind of suit, military or civilian. They're immune from prosecution, and they behave like they are. Murdering, stealing, high on power, guns and anabolic steroids. Lucky bastards. Look, I don't know about that stuff. Oh, you're right. You don't. Meriwether are employed by the richest, greediest scum on the planet to shit on the poorest and the neediest. So we are going to enjoy shitting on them! Oh, great! I look forward to that. Okay, well that's more like it. Ah, wie aufregend, Leute. Ich habe gerade gar nicht so richtig einen Dialog mitbekommen, weil ich erstmal auf dieses U-Boot klarkommen muss. Die Steuerung ist eigentlich ziemlich einfach, muss ich sagen. Aber man sieht halt schon ziemlich wenig. Außerdem scheint hier gerade die Sonne auf meinen Monitor, deswegen musste ich gerade in den Vorhang mal ein bisschen zuziehen. Aber jetzt geht es einigermaßen. Aber wie soll ich denn da jetzt überhaupt hinkommen? Ach, ich muss... Ja, toll, ey. Ich muss einmal hier ganz rum. Ich bin komplett verkehrt. Oder kann ich hier so durch vielleicht? Such mal da so durch. Aber man sieht halt echt wenig, ne? Na, da oben kommt man doch durch. Dann lasst uns doch einmal hier... Hätte man es vielleicht auch besser lösen können. Ah, hier sieht man auch, wie tief man ist. 4 Meter tief gerade. Ach, hier.
Wir sind 5 Meter tief und 3 Meter über dem Meeresboden, oder? Wenn ich jetzt hier so aufsteige, wird es wieder mehr, ne? Ja, auf jeden Fall. Ne, es geht gar nicht, oder? Ich muss außen rum, oder? Oh, das ist doch bescheuert. Ich fahre immer noch mal außen rum, das bringt ja nichts so. Frag mich, ob wenn wir so fahren, ob wir dann gesehen werden, oder... Weil so ist es mir eigentlich lieber, denn... Es war ganz cool, unter Wasser zu sein, aber so habe ich einfach eine bessere Übersicht. So ist es viel einfacher. Ah, bin ich in die falsche Richtung gefahren. Ah, Mist. Ich muss das erstmal hier... Wie cool das ist. Ich bin noch nie ein U-Boot gefahren in einem GTA-Spiel. Gab ja auch noch nie eine Chance, außer hier wahrscheinlich. Nee, gab's ja nicht. Nö. Also wenn man in den ganz alten GTA-Teilen nicht mit einem U-Boot zufälligerweise fahren konnte, dann ist das tatsächlich das erste Spiel wahrscheinlich, wo man so ein U-Boot fahren darf. Außer vielleicht durch Mods oder so. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Mods, wo man das auch dann auch in San Andreas machen kann. Das weiß ich natürlich nicht, aber wie cool das ist. Ich mag auch diese Ego-Sicht, die es jetzt hier gerade komischerweise nicht gibt. Ach doch, hier. Nee, aber lassen wir mal so. Sind die Feinde eigentlich jetzt schon wieder weg, oder? Ich weiß gerade nicht. Dann müsste die letzte Vorbereitung ja eigentlich noch sein, an Sprengstoff ranzukommen. Oder tun das andere Leute für uns? Ich meine, die anderen können ja auch mal was tun. Ron oder so, oder... Ich meine, Wade hat ja schon... Eigentlich, der hat schon gut mitgeholfen. Der hat uns ja jetzt ja verraten, wo es dieses Boot zu holen gibt. Ne? Der hat eigentlich seinen Job schon gemacht. Da kann man sich nicht beklagen. Das ist ja in Ordnung, was er gemacht hat. Das sieht so cool aus, in dem U-Boot zu sein. Und hiermit dann Atomfässer zu bergen, das wird bestimmt auch lustig werden. Dann frage ich mich, ob man das U-Boot dann immer hier bekommt oder ob wir vielleicht unser eigenes U-Boot bekommen, was wir immer an einer bestimmten Stelle abholen können. Fragen über Fragen. Aber das wird sich sicherlich alles klären. Gehe ich mal von aus. Ach ja, so. Ja, so ist besser. Lassen wir es mal so. Ich freue mich ja, dass es niemand... Ach, scheiße. Sogar kleine Wale, oder was? Interessant. Interessant, was es hier alles gibt. Ich hoffe, hier gibt es keine Megalodons oder so, die uns einfach mal verspeisen. Dass ich... Ich weiß ja nicht, das ist GTA, da muss man mit allem rechnen. Ich höre lustige Geräusche aus dem Wasser. Blöd nur, dass die Sicht so nicht so klar ist. Das wäre natürlich schön, wenn man hier ganz klar sehen könnte jetzt. Das wäre bestimmt schön anzuschauen, hier die ganzen Meerespflanzen und so hier anzugucken und sowas. Aber naja, gut. Das Wasser ist scheinbar nicht so klar. Schade eigentlich. Aber ich habe schon mal gesehen, habe ich mal irgendwo aufgeschnappt, dass man auch tauchen gehen kann. Also mit Sauerstoffflasche und sowas. Also das ist dann wahrscheinlich eher... Da ist die Sicht dann wahrscheinlich klarer, nehme ich an, oder? Wo bist du? Oder macht Trevor irgendwelche Geräusche? Ja, glaube ich nicht, oder? Geh mal wieder an die Oberfläche. Geh mal wieder an die Oberfläche. Achso, und jetzt stellen wir das da ab und dann können wir es da hoffentlich immer wieder abholen. Ohne dass wir irgendwie Sterne oder sowas bekommen. Das wäre nett. Das ist jetzt auch richtig, wenn ich da reinfahre, oder? Ja, okay. Aber wie bergen wir damit Ware? Wie bergen wir die Ware damit? Hat das Ding noch irgendwelche Greifarme, die man vielleicht ausfahren kann? Oder müssen wir dann immer aussteigen und dahin tauchen und das ins U-Boot befördern? Schauen wir mal. Und wieder unter Wasser und wieder aufgetaucht.
Ich habe mir das aber irgendwie auch spektakulärer vorgestellt. Ich dachte, da kommt voll die Gegenwehr. Wir steigen das U-Boot ein, wir haben 6 Sterne, das Militär ist uns auf den Fersen. So, in meinem Kopf hat sich das so abgespielt. Floyd, you there? Yes, sir. I'm on the crane. The surface and I'll bring you shoreside. Alright. Okay. Er zieht es also mit dem Kran raus. Okay. Haben wir's. Ging das Tauchboot zum Lagerhaus. Und das wird jetzt keinen interessieren, dass wir ein U-Boot hier auf... Is that sub covered properly? It'll be fine if we just get there. Are you being short with me? No, sir. I'm certainly not being short. I'm just not used to this kind of pressure. If you turn a crew onto a score, you gotta be ready for the heat that comes with it. I didn't turn anyone on to anything. You threatened and cajoled and tricked me. You don't want to cut? Just walk away. I can't walk away. You're robbing my workplace and running the show from my home. Deborah's home. No cut for you, no cut for Deborah. Genau so ist es. Ja, das ist, okay, das würde mich jetzt wundern, wenn wir nicht irgendwie verfolgt werden würden jetzt. Ich meine, wir haben ein verdammtes U-Boot geklaut und haben das hier hinten drauf. Man sieht das sogar. Also, Leute, was ist los mit euch? Das könnt ihr nicht einfach so hinnehmen, oder? Oh. Drive it under there. You can pull up. Okay, wir haben es tatsächlich einfach so gemacht. Hat keinen interessiert. Easy. Steig aus dem Laster. You're sure it'll be okay there? Sure. All right. If you're wrong, I'll eat your sweetmeats. Now get out of here. Haben wir's? Mach, dass du hier wegkommst. Ja, das war's tatsächlich. Miniatur-U-Boot. Du darfst nicht an Bord. Wie, du darfst nicht an Bord? Was hätte man dann da machen müssen? Ich guck mal eben nach, mich interessiert das jetzt gerade irgendwie. Irgendwie muss ich... Du darfst nicht an Bord. Ich will nur mal kurz gucken. Stiehl das Tauchboot, ohne an Bord des Schiffes zu gehen. Okay, also hätte man wahrscheinlich irgendwie auf die Halterung schießen müssen oder sowas, nehme ich mal an. Und dann wäre das auch runtergefallen. Okay, gut zu wissen. Naja, okay. Wir haben das U-Boot geklaut und dann haben wir jetzt gerade kein Ziel auf der Karte. Ich weiß nicht, ob die Vorbereitung jetzt noch weitergeht oder ob wir in der nächsten Folge schon dann loslegen mit dem Überfall. Ich bin mal gespannt. Ich warte jetzt noch mal kurz ab, ob da irgendwas noch kommt. Hey Leute, wir müssen uns unterhalten. Treffpunkt ist das Grundstück in El Burro Heights. Kommt rechtzeitig. Steve. Oh, eine Bureau-Mission. Mit Trevor? Aber eigentlich doch mit Michael, oder? Da muss ich ja dann mal schauen. Vielleicht geht es jetzt auch nicht direkt weiter mit dem Überfall. Das kann natürlich sein, dass es jetzt erstmal in die Bureau-Mission kommt. Aber okay.
Dann würde ich erstmal sagen, war es das mit dieser Folge für heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wenn es der Fall sein sollte, würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und bis dann sage ich mal ciao. Bis zum nächsten Mal. Peng!